Hi und good morning, welcome zu einem neuen Video. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, weil es ist jetzt ungefähr 5.15 Uhr und ich bin aufgestanden, habe mich gewogen, habe ein neues Low, yay, 60,0. Das macht mich auf jeden Fall schon mal sehr happy. Meine beste Freundin, die auch gleichzeitig mir bei der Arbeit sehr viel hilft, hat mich gerade daran erinnert, dass am Montag eine neue ESN-Story dran ist und die muss ich hier immer vorproduzieren, weil die dann am Montag hochgeladen wird auf dem ESN-Account. Und deswegen habe ich gerade spontan meine Vakuumroutine für den ESN-Account abgefilmt, beziehungsweise eine Übung abgefilmt, eine kleine Erklärung dazu. Die seht ihr am Montag, den 15. auf dem ESN-Account. Da also gerne vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Genau, und jetzt mache ich noch schnell Formbilder. Ich freue mich natürlich, wie gesagt, sehr über mein Low für Stefan und Morgenroutine und dann geht's Frühstück. Ich bin nämlich hungry. Pictures sind im Kasten an Stefan geschickt. Ich bewerte die gar nicht großartig, sondern lasse ihn einfach machen. Ich mache mir jetzt mein Frühstück. Mittlerweile gieße ich mir abends nur noch meine Haferflocken mit heißem Wasser auf und mache mir die dann morgens direkt frisch, weil ich habe das, glaube ich, schon gesagt, mit dem Final Protein wird es einfach alles ein bisschen anders. Und genau, 15 Gramm Vanille Final Protein mache ich in meine Quaker Oats rein, mache das dann 3 Minuten in die Mikrowelle, mache da nochmal Banane drauf und mache das dann nochmal 1 Minute in die Mikrowelle und dann wird es sehr schön warm, cakey. Und ja, das ist gerade so mein aktueller Favorit. Was soll ich sagen, Leute? Ich komme gerade von meiner Cardio-Runde und die war heute super anstrengend. Ich esse jetzt mein Pre-Workout. Dann habe ich noch ungefähr eine Stunde einen Call mit einer Kundin und dann geht es direkt ins Beintraining. Das heißt, für Mealtiming passt das ganz gut. Ich probiere jetzt meine Nährstoffe sowieso ein bisschen zu strecken. Ja, im Training gibt es ja 60 Gramm Intra, das heißt, da bin ich auf jeden Fall Carb-safe und Protein-safe und nach dem Training dann direkt wieder Carbs und Proteine in Form von Rice Pudding, wollte ich schon sagen. Reisflocken leider ja nur. Aber bald bekomme ich hoffentlich den Rice Pudding nach Miami geschickt. Ich merke auf jeden Fall, dass ich gestern 100 Gramm Kohlenhydrate gegessen habe. Den Tag davor auch nur ein bisschen mehr als 100 Gramm. Und ich habe gut Hunger. So, Freunde. Der Call ist durch. Hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt muss ich mich ein bisschen sporten, beziehungsweise ich habe mich gerade entschieden, mich nicht zu sporten, sondern einfach mit dem Flow zu gehen. Ich trinke jetzt Nootropic und Nitro. Die Kombi ist super delicious, nicht? Aber sie wirkt und Nootropic brauche ich heute auf jeden Fall. Ich spare mir den immer für dann auf, wenn ich es wirklich brauche, und zwar Fokus. Heute brauche ich Fokus. Mein Kopf ist voll. Deswegen trinke ich jetzt Nootropic und lasse damit auch symbolisch alles aus meinem Kopf raus, was nicht mit einem richtig geilen Weintrinken zu tun hat. Und ich habe richtig Bock, Leute. Letztes Training im Gold's Gym für die nächsten 4,5 Wochen. Los geht's. Ich bin eins so dankbar, dass es den Nootropic gibt. Mein Fokus ist da und ich habe Bock. Ich habe ein richtig gutes Gefühl gerade. Und zwei, so dankbar, dass ich diese Maschine hier nutzen kann. Die ganze Zeit volle Konzentration auf dem Blutprint. Egal bei welcher Maschine, ob am Kabel oder Maschine, könnt ihr das machen. Und gebt euch unten einen richtig schönen Stretch. Gönnt euch dann die Kontraktion, kickt dann nach oben, habt dann nochmal eine Kontraktion und kontrolliert die Negative. Und so habt ihr maximales Muskelgefühl, maximale Stimulation vom Blut.
Tag, seitdem ich hier bin. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe Adoption in der prallen Sonne gemacht, weil es nicht anders geht, weil die Geräte alle draußen stehen und das Gerät im Schatten noch besitzt. Und davor habe ich meine Austauschschritte an der Multipresse gemacht. Das war gut. Und ihr habt auch den letzten Satz gesehen, da bin ich wirklich mal bis zum Muskelversagen gegangen. Also ich habe dann mit dem anderen Bein am Ende noch ein bisschen mit hochgedrückt, sodass wirklich bei dem anderen Bein, bei dem Arbeitenbein nichts mehr ging. Und so sieht es dann aus. Ja, bis zum Muskelversagen trainiert. Und Leute, es ist nicht so geil mit der Sonne, muss ich sagen. Mein Kopf. Beinpresse und Leg Curl sind durch. War beides gut und ich freue mich gerade sehr, dass ich noch nicht so fertig bin. Ich bin schon 2 Stunden drin und mein Verbrauch ist laut Uhr sehr hoch. Liegt aber einfach daran, dass es zu warm ist und die erste Pflanze dadurch höher ist. Und jetzt mache ich noch Hype Extensions, Abduktion und Waden. Da bin ich durch. Heute läuft gut. Holy freaking shit. Over and over again. Ich schleppe mich nach dem Beintraining immer nach Hause. Ich gehe so 20 Minuten. Ich bin so fertig. Und lade währenddessen meine Insta-Story hoch. Aber heute brauche ich noch einen kleinen Zwischenstopp. Much needed. Hi. Brustburgert habe ich schon gegessen. Dann habe ich gerade einen kleinen Nap gemacht, weil es hat mich so weggehauen schon wieder. Dann esse ich jetzt wieder meine nächste Mahlzeit. Und zwar habe ich 30 Gramm Cream of Rice, 80 Gramm Shrimps und 50 Gramm Tomaten. Und dann werde ich ganz schnell duschen gehen, weil ich merke, wenn ich dusche, dann werde ich wieder ein bisschen wacher. So, ein bisschen mehr Licht hier für euch. Wenn ich dusche, dann werde ich wieder ein bisschen schneller wacher und dann muss ich arbeiten. Ich glaube, ich muss mich da jetzt einfach dran gewöhnen, dass ich nach dem Leg Day fertig bin, weil wenig Nährstoffe und durchziehen. Let's go. So Leute, mit ganz vielen High Hopes ist das hier quasi ein Burger. Beautiful. Noch weniger als gestern, 80 Gramm, weil an Trainingstagen habe ich nur 80 Gramm Fleisch. Friends, ich habe geduscht, gearbeitet. Ich muss mal mein iPad checken, was ich jetzt heute noch zu tun habe. Da habe ich immer meine To-Do-Listen drauf. Und falls ihr das nicht kennt, das iPad ist richtig geil, weil man kann da mit einem Stift draufschreiben, weil ich es liebe, handschriftlich zu schreiben. Aber ich mag es nicht, so viel Papier rumzuschleppen. Und ich finde das immer sehr, sehr unübersichtlich, wenn man so viel Papier hat. Deswegen, perfekt iPad. Ich kann da alle meine Notes reinschreiben und trotzdem einfach loskritzeln. Genau. Schauen wir mal. Ich wollte heute eigentlich einen Post machen, habe ich vergessen. Früher war ich so maximal unflexibel mit meinen To-Dos und war immer super gestresst, wenn ich irgendwas nicht gemacht habe. Bis ich verstanden habe, ich selbst mache meinen Plan, dann kann auch ich selbst, wenn äußere Umstände eintreten, den Plan verändern. Und das ist eine sehr, sehr gute Erkenntnis, die ich euch nur ans Herz legen kann. Stresst euch nicht, wenn ihr mal ein To-Do mehr oder weniger schafft. Eher dann weniger, vermutlich. Ihr könnt umplanen, weil ihr macht diesen Plan. Na, erstmal müsst ihr natürlich einen Plan machen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Aber wenn ihr diesen Plan macht, dann könnt ihr ihn auch verschieben und umändern. Und niemand wird euch erhängen, wenn ihr diesen Plan ändert. Sondern ihr räumt euch mehr Stressfreiheit ein und ihr, ja, und euch geht es im Endeffekt besser. Genau, so, was wollte ich jetzt heute noch machen? Ich wollte heute noch die Content-Planung für nächste Woche machen,
für den Vayu Couch. Und das mache ich jetzt.